So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Dienstag, den 23. November 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns wie gewohnt einen Blick auf die Märkte gönnen. Und ich bin erstaunt. Ich bin ganz ehrlich erstaunt. Ich hatte einen etwas weniger spektakulären Handel, ehrlich gesagt, erwartet. DAX handelt jetzt unter 16.000 Punkte, sogar heute früh unter 15.9 gerutscht. Arbeitet sich gerade an dieser Marke so ein bisschen ab, hat tatsächlich rein charttechnisch noch weiteres Abwärtspotenzial. Interessanterweise bekommen wir diese bärische Performance jetzt nicht 1 zu 1 durchgereicht auf die US-Märkte. Also S&P ist zwar unter die 4680 gerutscht, und ich hatte gestern ja gesagt, wenn ein Fall unter dieses Level stattfindet, sind weitere Abschläge denkbar. Aber der hält sich alles in allem noch relativ stabil. Ja, wir werfen einen Blick drauf. Wir schauen uns das natürlich mal aus der Perspektive an, was der Hauptgrund dafür sein könnte. Ich würde mal sagen, obwohl das auch größtenteils schon eingepreist sein sollte, ehrlich gesagt, die Entwicklungen, die jetzt in Europa stattfinden, hinsichtlich sich erneut abzeichnender Lockdown-Maßnahmen und dergleichen, das wäre vielleicht ein Treiber an dieser Stelle, der dort dazu beiträgt. Eventuell ist das auch nur ein kurzes Durchschnaufen. Und wir bekommen dann eben, wie gestern auch schon skizziert, nach diesem doch sehr starken Lauf der jüngeren Vergangenheit, die Jahresendrallye im S&P besonders initiiert, dann bei entsprechendem Halten oberhalb von 4.600 Punkten zu sehen. Dieser Flashout war ja durchaus ja eine Option, die ich gestern thematisiert hatte, und das ist jetzt so eine Art im übertragenen Sinne Anlauf nehmen. Ja, so könnte man das vielleicht sehen. Gold unter 1.800 US-Dollar. Also natürlich, ich hatte gestern, ich muss ehrlich sagen, also ich hatte zwar im Hinterkopf, dass die neue Nominierung des Fed-Chairman, also der alte ist auch der neue Fed-Chairman Jay Powell, der ist jetzt renominiert worden von Joe Biden, dass das ein Thema ist. Allerdings, dass das so derartige Volatilität begünstigt und auch den US-Dollar derart treibt, beziehungsweise Gold parallel unter Druck bringt, Zinsen zum Anziehen bringt, muss ich ehrlich sagen, das fand ich dann noch ein bisschen sehr überraschend. Wir werden gleich mal versuchen, das so ein bisschen einzuordnen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, muss ein bisschen aufpassen, weil das ist immer so ein bisschen auch ausgehend von meiner jetzt immer stärker wachsenden Skepsis in Bezug auf ja, Zweifel, ob das, was wir dort zu sehen bekommen, ob das immer oder beziehungsweise zu hören bekommen, auch nachrichtentechnisch, ob das alles noch so richtig ist oder ob das nicht eventuell so eine Art Nebelkerzen sind. Ich muss ehrlich gestehen, ja, man kriegt die Korrelation irgendwie hin, aber nichtsdestotrotz, der Verweis auf den Optionsmarkt an der Stelle, der lohnt doch schon, und rundes Level 1.800, wir sind jetzt knapp runtergerutscht sogar. Also bedeutet, wenn heute der Verfall ist, dann werden auch die entsprechenden Stillhaltergeschäfte an dieser Stelle eben wertlos verfallen, beziehungsweise die Stillhalter werden entsprechend die Optionsprämien vereinnahmen. Das gab es jetzt schon häufiger in der Vergangenheit. Ich wage mal, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, sage ich, das ist kein Zufall, was wir zu sehen bekommen. Die Geschichte rund um Jay Powell jetzt als altem neuen Fed-Chairman eventuell ein Grund oder macht, bietet sich an, sie zum Thema zu machen. Ich muss allerdings gestehen, ich glaube nicht, dass das wirklich eine Rolle spielt, denn so dramatisch unterschiedlich sind die Positionen jetzt von Lael Brainard, die es hätte auch werden können, nicht geworden ist, die jetzt allerdings potenzielle Fed-Chairwoman wird, und Jay Powell im Hinblick auf ihren geldpolitischen Kurs nicht. Ja, darauf werfen wir natürlich einen Blick, und wir werden noch auf die Earnings von Zoom natürlich schauen, gestern nachbörslich. Die Aktie kam jetzt etwas unter Druck an der Nachbörse, und wir sind genau in diese Gefilde vorgestoßen, die ich gestern zum Thema machte, zwischen 2,20, 2,30. Mal schauen, ob die gehalten werden kann. Ja, also wir haben auf jeden Fall einiges auf der Agenda. Wir schauen zunächst ganz offiziell auf den Risikohinweis, bevor wir dann starten. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading wirkt für einen, er kann aber auch gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil stellt man sich zunächst die Frage, ob der Handel mit diesem Produkt sich eignet. Dann kann man sich eine kostenlose, risikofreie Demo auf der Webseite markets.com/de runterladen, hat dort die Möglichkeit, dann den Handel eben zu testen. Wenn man dann für sich den Entschluss fasst, dass der Handel, dass das für einen passt, kann man den nächsten Schritt gehen, ein Live-Konto eben bei Markets eröffnen. Alle Informationen rund um das Produktportfolio natürlich auf der Webseite markets.com/de. Neben Devisen, FX bzw. CFD-Produkten findet ihr dort auch physische Aktien bzw. ETFs. Darüber hinausgehend gerne eine E-Mail an Elena senden. Habt ihr Fragen rund um die Märkte? Dann nutzt gerne zum einen jetzt im Livestream hier die Möglichkeit, die Frage eben in der Chatbox zu stellen, unterhalb des Videos, wenn ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut. Oder schaut rüber auf meine Webseite jk-trading.com/forum. Da habt ihr eine Trading-Chatbox. Und oder schaut in die Discord-Community. Dazu stelle ich gleich auch noch den Link ein. Und oder nutzt Twitter. Ja, das wäre es zur Einleitung gewesen. Und dann switchen wir einmal hier rüber in die Markets X Handelsplattform. Ich, zack, räume hier ein kurzes bisschen auf. Und dann will ich auch gleich den Discord-Link, ich sehe gerade, den habe ich noch nicht
vorbereitet, will ich einmal kurz einstellen in die Chatbox. Den finden dann auch noch alle diejenigen, welchen, die sich das Video anschließend in der Aufzeichnung anschauen, finden den Link dazu unterhalb auch dieses Videos. So, einmal Chat, da wo jetzt gleich Guten Morgen steht. Da könnt ihr eure Fragen stellen. So, hier wo Discord steht, findet ihr den Discord-Link. Und für alle die, die auf YouTube zuschauen, sollte es Schwierigkeiten geben. Hoffen wir zwar nicht, aber nichtsdestotrotz könnte ja durchaus passieren. Diejenigen, welchen die. Oh ja, jetzt müssen wir kurz gucken. Nicht so gut, einen Augenblick. Die schauen dann einfach mal hier auf dem Twitch-Kanal vorbei. Twitch, zack. So, da gab es bis jetzt noch keine Schwierigkeiten und wir hoffen auch, dass das tatsächlich so bleibt. Und ja, nunmehr wollen wir dann durchstarten. Also Blick auf den DAX werfen. Eventuell war es das schon wieder auf der Unterseite. Wie gesagt, ich bin überrascht ein wenig, ehrlich gesagt, dass es dort zu dieser Abwärtsdynamik kam. Nichtsdestotrotz, Anzeichen, dass sich zumindest das bullische Momentum wiederum abschwächt, haben wir gehabt. Also das, was mich halt am ehesten überrascht, ist weniger, dass wir jetzt ein bisschen Abgabedruck sehen. Was mich viel mehr überrascht, ist aktuell die Heftigkeit und dass wir eben unter die 16.000er-Marke an der Stelle gerutscht sind. Das trübt das Bild so ein wenig ein. Auf der Kehrseite ist es allerdings auch so, wir haben einen verhältnismäßig volatilen und spektakulären Handel in der Vergangenheit zu sehen bekommen. Demnach ist dann wiederum bei einer aufkommenden Dynamik, die eventuell dann nicht auf die Nachfrage trifft, die in der Lage ist, dieses Angebot, was in den Markt gegeben wird, zu absorbieren, ist dann auch in der Lage, mal für eine etwas dramatischere Bewegung eben tatsächlich zu sorgen. Wir haben jetzt, wie gesagt, infolgedessen charttechnisch, ich zeichne das mal ganz kurz ein, eben so die 16.000er-Marke angelaufen, beziehungsweise wir haben hier diese Aufwärtsstruktur nicht verteidigen können. Auch das zeichnete sich in gewisser Form so ein wenig ab. Ich nehme mal hier die blaufarbene Linie raus. Also, wir haben gestern schon gesehen, wir liefen in diesem Bereich, wir testeten die 16.100er-Marke und das war so eine Art, ich sag mal, Make-or-Break-Region vielleicht, dass man gesagt hat, das war auch die Region um die Tiefs, die wir letzte Woche Freitag ausgebildet hatten nach dem kleinen Verfall. Wenn wir die halten können, dann ist an dieser Stelle nochmal ein Bounce denkbar, der uns auch infolge dann der jeweiligen Saisonalität, abnehmende, also Saisonalität, Stichwort Jahresendrallye, die vielleicht, die ich jetzt verzögert, ja dann post Thanksgiving zeigt, beziehungsweise dass wir eben darüber hinausgehend die Thanksgiving eben jetzt haben, abnehmende Wohler grundsätzlich, infolgedessen eben die Marktteilnehmer so ein bisschen zur Ruhe kommen, auch die bärischen Impulse dann seitens der US-Märkte ausbleiben. Dort wird die Rallye, das muss man eigentlich auf der Kehrseite sagen, größtenteils ja getragen von den Big Tech Names, also das heißt Fangman ganz besonders an der Stelle Microsoft, Google, Apple, an dieser Stelle auch Nvidia natürlich, die sehr, sehr starke Vorgaben geben, die eine massive Marktkapitalisierung und dadurch ein Gewicht im entsprechenden US-Markt haben, also auch im S&P haben, mit mehr als 10 Billionen US-Dollar. Und die präsentieren sich stabil und es ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass wir eben vor den jetzt Feiertagen, dem verlängerten Wochenschluss, einfach starken Abgabe gesehen oder sahen. Also jetzt hängt es so ein bisschen davon ab, vielleicht kommt da auch so ein, ich nenne es mal Crack in the Bottle, also das heißt so ein Riss im Glas, welcher dann sich mit einem entsprechenden Ausverkaufen, ganz vorsichtig, also eine kleine schärferen Korrektur mal in irgendeiner Form zeigt. Dass das nicht vom breiten Markt getragen wird, das hatten wir gestern zum Thema gemacht. Ich will an der Stelle gleich auch nochmal die Grafiken im Gedächtnis uns rufen, im Blick auf die Wachstumstitel, die doch einiges an Abgabedruck gesehen haben, wodurch natürlich auch die Frage so ein bisschen aufkommt, ob das nicht früher oder später mal auf den breiten Markt überschwappen kann. Also wir haben nämlich im Growth-Sektor, okay, ich springe so ein bisschen. Moment, Cut. Ich mache kurz einen Cut. Wir machen zuerst den DAX rein technisch und dann hole ich die ganzen Informationen, weil sonst rede ich jetzt und rede und dann gibt es keine Grafik dazu. Das macht keinen Sinn. Wir können uns dazu auch oder sollten uns auch mal den ARK Innovation Fund zum Beispiel von Katie Wood anschauen, der ja besonders in diesen disruptiven Bereichen eben am Investieren ist. Tatsächlich große Exposure hat auch in Titeln wie zum Beispiel Teladoc oder Roku. Da werfen wir gleich mal einen Blick drauf und wie das dann auch auf den breiten Markt überschwappen kann. Aber nochmal, das ist kurzzeitig zwar eine Gefahr, aber ich sehe bis in den Jahresschluss hin, nein, eher weitere Bullishness. Und infolgedessen eben dann auch an diesem Flash-Szenario jetzt hier noch kein Beinbruch, auch wenn dann natürlich das übergeordnete technische Bild so ein bisschen beginnt einzutrüben. Also 16.1, die wird gebrochen. Wir sehen dann eben hier über den asiatischen Handel keinerlei stärkere Bewegung. Wir haben hier in den gestrigen Schluss hinein, das war sicherlich so ein bisschen besorgniserregend. Wir haben gestern in den Schluss hinein, haben wir Abgabedruck gesehen, der uns in Richtung und auch dann unter die 16.100er Marke führte. Das war alles andere eigentlich als optimal. Wir haben somit unterhalb der Tiefs von letzter Woche Freitag geschlossen.
gestern um 22 Uhr. Aus dieser Perspektive konnte man das schon irgendwie sich abzeichnen sehen, dass da ein Schwall an Abgabedruck eben in den heutigen Tag kommt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Der Break hat jetzt erfolgt. Wir sind Intraday unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Das heißt, der Vorteil ist zunächst weiter Short. Wir sind natürlich jetzt sehr, sehr stark überdehnt. Jetzt ist so ein bisschen abzuwarten, so eine Gegenbewegung, die jetzt gerade hier läuft. Ich kann mir vorstellen, dass die sich vielleicht noch weiter erstreckt, bis ein Gefilde um 15,89, 16.000 eventuell. Da gucken wir dann mal, ob wir erneut überrollen, ob es in dieser Region überhaupt gelingt, vorzustoßen. Denn wir könnten auch schon bereits hier im Bereich um den EMA 50 ja als klassische dynamische Widerstandslinie vielleicht dann hier entsprechend Abgabedruck sehen, erneut überrollen. Und dann hängt so ein bisschen davon ab, ob wir nochmal tiefere Tiefs markieren. Falls ja, denke ich, hatten wir dann in den Folgestunden dann auch begünstigt, vielleicht dann durch Abgabedruck in den US-Märkten, Potenzial bis in Richtung 15.77, 15.800. Falls nein, wir machen ein höheres Tief, dann könnte es sein, dass wir zügig den EMA 50 zurückerobern und dann folglich den Modus umkehren. Und dann in diesem Zusammenhang erwächst eine stärkere Möglichkeit, größere Möglichkeit, dass es das nach unten schon wieder war, es zügig zu einer Rückeroberung der 16.000 kommt und das dann im Grunde genommen post-Thanksgiving ab der nächsten Woche dann eben diese Santa Claus Rally, das ist noch nicht richtig, so eine Jahresendrally zumindest mal eben befeuert. Ja, das wär's im Hinblick auf den DAX tatsächlich gewesen. Also aktuell Intraday-Vorteil eben unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis Short. Breakouts der Open Range auf der Unterseite. Wir sind Short positioniert. Flashout unter die 15,9 hat stattgefunden. Jetzt ein Bounce, der durchaus erwartet werden darf, vor dem Hintergrund, dass der Modus hier recht überdehnt anmutet im ersten Moment. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist diese ehemalige Unterstützungsregion hier oben rechts auf Stundenbasis, die sich um 16.000 Punkte eben erstreckt, ist die rückeroberbar? Es dürfte sich ein härterer Widerstand hier auch aus dem Umstand, dass es sich um rundes Level handelt, erstmal dürfte sich ein härterer, stärkerer Widerstand finden. Rollen wir also über, ist dann ehrlich gesagt so ein bisschen die Frage, das Szenario, was ich am wahrscheinlichsten erachte, oder die Frage, die sich daraus dann ergibt, machen wir jetzt ein höheres Tief oder aber rutschen wir nochmal tiefer? Also ich zeichne das mal ganz kurz ein vielleicht. Das heißt, dieses Szenario ist jetzt hier das Wahrscheinlichste. Bis jetzt eine Prozentzahl dran schreiben, würde ich wahrscheinlich sagen, 70% mindestens, dass wir hier gegen diesen Bereich um 600 nochmal überrollen. Andernfalls die übrigen 30% rückerobern wir das Level, stabilisieren uns und vielleicht ziehen wir sogar nochmal in Richtung der Tageshoch. Das ist allerdings sehr, sehr optimistisch, ehrlich gesagt. Vielleicht müsste ich sogar 20, 80 schreiben an der Stelle. Machen wir mal 30, 70. Also, wie gesagt, dann rollen wir hier gegen diesen Bereich am wahrscheinlichsten über, gegen die 16.000er Region. Und dann ist die Frage eben, machen wir jetzt hier ein höheres Tief? Kommt es dann zu einer Rückeroberung des EMAs? Falls ja, das würde dann auch begünstigt durch entsprechende Vorgaben von den US-Märkten. Dann wäre infolgedessen dann morgen bzw. in diesen ruhigen Wochenschluss hinein durch Thanksgiving Donnerstag und Black Friday am Freitag eine Rückerung der 16.000 zu erwarten. Sollten wir statt dieses höheren Tiefs tiefere Tiefs markieren, das heißt also nochmal hier unter dann die 16, 15, 870 ist ungefähr, 860 ungefähr rutschen, das ist ungefähr, ja, 860 ungefähr, sollten wir hier tiefere Tiefs machen, dann wäre denkbar, dass wir eben den Bereich um 77, 800 nochmal anlaufen. Also das sind aktuell die Szenarien, die eine Option darstellen. Und aktuell harren wir jetzt einfach mal die Dengue, die da kommen. Wie gesagt, jetzt erstmal der Bounce, den warten wir mal ab und dann gucken wir einfach, rollen wir hier über gegen diese Region oder aber erobern wir recht zügig die 16 zurück, beziehungsweise dann an der Stelle zunächst einmal aus rein technischer Perspektive in den EMA 50. Das könnte dann weitere Aufschläge beziehungsweise ein Ende dieser Korrektur, so eine Art V-Korrektur nach sich ziehen. Das setzt aber voraus, dass dann auch seitens der US-Märkte eben entsprechend Nachfrage in den Markt kommt. Das bliebe so ein bisschen erstmal abzuwarten. Da hängt sicherlich auch dann ganz viel davon ab, wie sich der heutige Tech-Bereich darstellt. Alles in allem, das ist jetzt der S&P 500, also noch nicht der Tech-Sektor, den gucken wir uns gleich noch separat an. Alles in allem ist es eben so, ich hatte gestern ja dieses Szenario skizziert, dass ich sagte, wenn wir diese pinkfarbene Trendlinie brechen, dann ist eine tiefere Korrektur denkbar, die uns in Richtung dieser etwas, ich sag mal, flacheren Aufwärtstrendlinie führt, die verlaufen dürfte so im Bereich 4630, 4, ja, 4630, 4640 ungefähr. Und das scheint jetzt derzeit das wahrscheinlichste Szenario eben tatsächlich zu sein. Derzeit können wir uns infolge der jetzt hier Stabilisierung, die im europäischen Markt stattfindet, können wir uns ein bisschen fangen.
Warten wir mal ab. Eventuell gibt es zur Eröffnung eben einen kurzen Flushout auf der Unterseite, der uns eben in diese Gefilde 4630, 4640 führt. Und da gucken wir dann einfach, wie wir uns weiter verhalten. Das wahrscheinlichste Szenario, muss ich ganz ehrlich gestehen, im derzeitigen Umfeld mit Ausblick auf Thanksgiving und so weiter, ist, dass wir diese Trendlinie hier, diese orangefarbene halten, die 4630 halten, und dass es dann nochmal zu einem Bounce kommt und dass wir dann so ein bisschen in den Bereich zurückpendeln, wo wir dann auch in der kommenden Woche sehen müssen, ob wir die 4700 eben zurückerobern, sofern wir überhaupt diesen Flushout sehen. Also auch klar ist, das hat sich jetzt gestern hier beispielsweise ja auch zum Opening abgezeichnet gehabt. Kommt nicht selten vor in der Vergangenheit, dass da ein relativ starker Opening Drive sich wiederfindet. Also das Marktteilnehmer wirklich gleich vom Opening weg aggressiv kaufen. Und auch das hat sich gestern hier herauskristallisiert. Also wir hatten ja eigentlich, möchte ich mal sagen, ein eher durchwachsenes Bild, mit dem wir in die Woche starteten. Also zwar haben sich die europäischen Märkte einigermaßen stabil präsentiert, nichtsdestotrotz hatten wir letzte Woche Freitag schon erstmal im europäischen Handel diesen Abgabedruck hier bis zum kleinen Verfall in unserem DAX in dem Zusammenhang. Beziehungsweise wir haben es auch nicht wirklich geschafft, uns von diesen Abschlägen, die wir hier zum Opening oder über die europäischen Handelssitzungen zu sehen bekommen haben, zu erholen. Also wir haben auch keinen weiteren Abgabedruck gesehen, aber das war jetzt nicht wirklich, also das war nicht wirklich ein starkes Umfeld, in dem sich der S&P hier in irgendeiner Form präsentiert hat. Und ja, wir haben uns gestern aber dennoch stabil präsentiert und gleich zur Eröffnung neue Allzeithochs markiert durch diesen starken Opening Drive, aber eben auch diesen starken Opening Drive dann relativ zügig wieder abverkauft. Und dieser Abgabedruck hier, der, ja, wie soll ich sagen, also irgendwie, es zeichnet sich irgendwie ab, es scheint irgendwie überfällig, dass der S&P ausgehend von diesem jüngsten Lauf auf der Oberseite und diesem Vorstoßen auf neue Allzeithochs hier zu einer Korrekturbewegung ansetzt. Aber so alles in allem ist es dann wiederum so, dass ich mir sage, das sieht dramatischer aus, als es eigentlich ist, wenn man das mal im Gesamtkontext betrachtet. Also, das sind zwar im Vergleich jetzt zur jüngeren Vergangenheit und vor dem Hintergrund auch der deutlich abgenommenen Volatilität, sind das eben Abschläge, die herausragen oder die irgendwie dramatisch anmuten, aber die jetzt auch nicht wirklich zeigen, dass da irgendwie wirklich Risk-Off aufkommt oder dergleichen. Einer der Hauptgründe, würde ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, der sich hier wiederfindet, wo wir diese Abschläge sehen, wie gesagt, findet sich potenziell im Tech-Bereich, findet sich im Bereich Zins ganz besonders, der gestern angezogen ist. Ich will ganz kurz die Tech-Aktien aufmachen. Ich mache auch ganz kurz parallel übrigens. Oh, jetzt muss ich aber mal kurz was überlegen. Obwohl, ich glaube, das war Charlie Bilello, glaube ich, ne? Das hatten wir gestern, hatten wir das schon gemacht. Dann gehe ich mal ganz kurz da drauf. Einen Augenblick. Einen Augenblick. So. Klick. So. Den mache ich schon mal hier auf. Den habe ich noch gar nicht vorbereitet gehabt. Da blicken wir dann gleich drauf. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier noch ein bisschen schauen, ob alles gut ist. In die Chatbox. Ja, wird alles gut übertragen. Moment, hier nochmal kurz updaten. So, also. Wir haben gestern eine ähnliche Performance gesehen, hier im Hinblick auf den Nasdaq. So, bin gerade ein bisschen überrascht, warum der jetzt hier so hakt. So. Also, sehen eben hier an dieser Stelle den auch starken Opening Drive, an der Stelle auf neue Allzeithochs und werden dann sehr scharf abverkauft. Und dieser Abgabedruck, vielleicht eine Rotation, die stattgefunden hat, so könnte man es vielleicht sehen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das darauf zurückschieben würde. Wie gesagt, wir sind unglaublich weit gelaufen, ja, wenn wir uns mal überlegen. Wir haben noch Anfang Oktober, also vor anderthalb Monaten roundabout, haben wir um 14.500 Punkte hier notiert und sind jetzt in der Zwischenzeit von diesen 14.800er Niveaus im übertragenen Sinne 2.000 Punkte auf der Oberseite gelaufen. Also das sind mehr als 10% Aufschläge nochmal in ein sowieso schon unglaublich starkes Umfeld, in dem wir uns wiederfinden. Also wenn wir mal zurückgehen, wir haben das Jahr begonnen. Year to date dürfte die Performance, wo sind wir jetzt hier? 5. Januar, 12.000. Year to date liegt die Performance bei etwa 30% über den Daumen gepeilt. Also, das heißt, jetzt derzeit, das heißt also, selbst als wir hier diese kleine Korrektur sahen, hatten wir immer noch eine Jahresperformance von plus 15%, die wir dann mit neuen Allzeithochs jetzt und nochmaligen Aufschlägen, also einer nochmaligen Beschleunigung auf der Oberseite eben gesehen haben. Und also worum es mir hauptsächlich geht, ist an dieser Stelle, wir sind einfach schon sehr, sehr weit, sehr, sehr stark gelaufen.
Und sind dennoch in der Lage, immer noch weitere Nachfrage eben trotz auch anziehender US-Zinsen eben tatsächlich zu sehen zu bekommen. Und oder beziehungsweise anziehender Inflationssorgen, die sich eben hier herauskristallisieren, beziehungsweise in diesem Zusammenhang eben eine Konstellation einfach, die eigentlich für eine tiefere Korrektur spricht. Und da sind wir doch unglaublich, ich sag mal, widerstandsfähig, resilient, einfach an dieser Stelle. Und ausgehend von dieser Überlegung, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht das dramatischer aus hier an den Abschlägen, als das, was es eigentlich, wie es eigentlich gewertet werden sollte. Was aber dennoch natürlich so ein bisschen Sorge macht, ist der Umstand, dass wir eben diese Rallye hier primär gefußt oder fußend sehen auf Performances von Apple mit dem Vorstoß zum Beispiel auf neue Allzeithochs oder Performance von auch Amazon, Vorstoß in Richtung neuer Allzeithochs. Also ich weiß gar nicht, haben wir sogar marginal welche markiert, ich weiß es gar nicht. Also unglaublich starke Performance. Was haben wir hier noch in dem Umfeld? Habe ich noch einen großen Player? Ja, Nvidia beispielsweise. Ebenfalls neue Allzeithochs. Also die Big Tech Names, ich habe jetzt drei der sieben Fangman-Titel eben hier gerade nur zum Thema gemacht, mit neuen Allzeithochs. Microsoft ähnlich, glaube ich, den können wir auch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Microsoft. So, da können wir auch mal kurz einen Blick drauf werfen. Auch neue Allzeithochs markiert. Also die Big Tech Names, die rennen im Grunde genommen, machen Meta. Google stellt sich ähnlich stark dar. Wenn wir dann allerdings uns anschauen, was eben beispielsweise so Titel machen, starke Wachstumstitel, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Roku zum Beispiel. Roku, ausgehend von seinen Allzeithochs, haben wir gestern zum Thema gemacht, markiert um, oh, das ist, ja, ist ein bisschen ungünstig, das war hier das Problem, dass die Kurshistorie nicht ausgereicht hat. Dann gucken wir mal ganz kurz hier. Roku hat sich mehr als halbiert, ausgehend von seinen Allzeithochs, die wir noch markiert hatten hier im Juli. Um eben 490, $500 roundabout, sind jetzt bei $230, 228, 229 in der Vorbörse. Also auch hier unglaublich stark überdehnt tatsächlich auf der Unterseite der Titel. Also spricht irgendwie für einen Bounce, aber jetzt mal unabhängig davon, ob ich da jetzt in diesem stark überdehnten Modus ein Bounce-Potenzial sehe. Das gleiche gilt auch für Peloton zum Beispiel. Mal gucken, habe ich Peloton hier? Nee, Peloton habe ich nicht hier, aber hier habe ich Peloton. Peloton ebenfalls auch nach diesem enttäuschenden Wachstumsausblick, diesen massiven Gap Down, keinerlei Erholungszeichen, keinerlei Bounce, keinerlei gar nichts. Eigentlich ist das unglaublich schwach. Das heißt nicht, dass diese Titel nicht, ich sag mal, für die nächsten 12 Monate interessante Kandidaten sind, weil es einfach mal starke Wachstumsausblicke sind und weil das auch, soweit ich es zumindest mitverfolgt habe oder was ich an Informationen mehr habe schaffen können, sind das gut gemanagte Firmen mit auch entsprechenden guten Geschäftsmodellen beziehungsweise einem grundsätzlich einfach guten, soliden Management des Produkts beziehungsweise des Unternehmens generell. Deswegen würde ich sagen, sind Peloton, Roku auf die nächsten 12 Monate potenziell Kandidaten, die durchaus scharfes Bounce-Potenzial haben, aber im derzeitigen Umfeld und das ist dann diese Grafik, die ich gestern hier gezeigt hatte. Chewy ist auch so ein Kandidat vielleicht an dieser Stelle. Ein Unternehmen mit jetzt fast 40% Abschlägen von den Allzeithochs ist es an der Stelle. Haben wir noch so einen Kandidaten? Mal kurz gucken. Peloton hatten wir schon. Ja, das sind so die spontanen, die mir einfallen. Zoom vielleicht auch. Zoom gucken wir gleich drauf, ein Einzeltitel. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen einfach diese Performance der Equity-Märkte aktuell getragen durch eben diese sogenannten Big Tech Names und nicht durch diese starken Wachstum, also ausgehend von den jüngsten Zahlen, die Sie gesehen haben, und den starken Wachstumsausblick der jüngeren Vergangenheit der Unternehmen, eben wie beispielsweise Roku, wie beispielsweise eben Zoom, wie beispielsweise Peloton und dergleichen. Tesla nimmt sich da so ein bisschen raus. Tesla hat weiterhin einen extrem starken Ausblick und kann sich auch relativ stark performen präsentieren. Tesla habe ich hier oben. Gestern nach seiner kurzzeitigen Korrektur, und da sieht man mal, was für ein einfach bockstarker Titel das aktuell ist. Wir müssen uns mal vor Augen führen. Wir hatten Allzeithochs markiert, etwas oberhalb von 1240. Dann kam eben dieser Tweet von Musk, diese Umfrage, Aktienpakete abzustoßen, um an der Stelle eben realisierte Kursgewinne zu haben, die versteuert werden können und dergleichen. Alles sehr dubios, in Anführungsstrichen, weil sich das ja schon im September herauskristallisierte, dass er dort eventuell nicht eventuell, sondern Aktien verkaufen würde. Und das passte jetzt einfach aus dieser, ich sag mal, Schachperspektive relativ gut im Spiel. Auf jeden Fall, wir haben eine Korrektur gesehen von eben über $200 hier
also fast $300, ausgehend von diesen Niveaus, über 20%, eine Korrekturbewegung gesehen oder rund 20%, nur um jetzt innerhalb wenigster Tage, also das war letzte Woche, ne, oder vorletzte Woche, was, am 12. November, wir haben jetzt ausgehend von diesen Niveaus hier, haben wir Aufschläge zu sehen bekommen von in der Spitze fast $150 off the lows. Also das bedeutet hier ein starker Wachstumstitel, der auch genau das zeigt, was man von ihm erwartet, nämlich dass Growth-Investoren oder dann an der Stelle eben ein Portfolio-Manager, die noch underweight in Tesla sind, die Nachfrage in diesen Titel gibt, weil der Wachstumsausblick eben sich wirklich weiter so günstig darstellt, wie wir das schon in der Vergangenheit skizziert haben. Und genau diese relative Stärke, die wir eben hier zu sehen bekommen, in Tesla, machen wir eben auf breiter Front in den anderen Wachstumstiteln wie Roku oder auch Teladoc beispielsweise an der Stelle. Also Teladoc, das ist T-Doc, das ist ein Unternehmen, welches zum Beispiel so eine, ich sag mal, Remote-Arzt-Sitzungen anbietet. Also das heißt, das gesamte Equipment drumherum, wie genau sich das dann darstellt, kann ich mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Aber Teladoc hat ebenfalls hier von seinen Hochs notiert ungefähr um $300 noch im Februar, sich nie wirklich erholen können, sondern befindet sich in einem ganz konsequenten Abwärtstrend. Ich hatte mal kurzzeitig überlegt, ob das nicht ein eventuell ein ganz interessanter Kandidat ist, als diese Abwärtstrendlinie hier gebrochen wurde, als wir über 140, 150 gelaufen sind. Und da sah es auch kurze Zeit danach aus, also das war noch Anfang dieses Monats, als wenn Teladoc jetzt hier in eine potenzielle Bodenbildung übergegangen ist. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr vielversprechendes, langfristig interessantes Geschäftsmodell. Erneuter Rollover, massive Abschläge, die sich hier herauskristallisieren. Und wo wir jetzt sogar in Richtung der 100er-Marke unterwegs sind. Also das sind die niedrigsten Niveaus seit März 2020. Also das heißt, das sind jetzt im Grunde genommen sind das die Pandemie-Tiefs, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Und also, warum mache ich jetzt besonders solche Titel wie T-Dog oder Roku oder auch Tesla an der Stelle eben zum Thema? Das hat einen ganz einfachen Grund. Es sind die in Anführungsstrichen Flagships, ARK Innovation ETF. Mal gucken. Müsste eigentlich schon ausreichen. Das ist von dem aktuell heißesten ETF im Growth-Sektor und auch von der heißesten Person in diesem Sektor unterwegs seienden Dame ist es an der Stelle, Katie Wood, ist es einfach der Titel, auf den die Street schaut, also die Wall Street. Und was die hier machen, ist, also das ist nicht nur der global am aktivsten gehandelte und massive Kapitalzuflüsse sehende ETF. Sondern die legen auch offen, wie sich ihre tägliche Position, also es ist 100% transparent, in den jeweilig zugrunde liegenden Titeln eben darstellt. Und wir können mal ganz kurz hier gucken. Warten wir, ach, brauchen wir gar nicht. Top 10 Holdings, hier sieht man es. Tesla, T-Doc, Coin, Unity Software, Roku, Zoom. Also das sind die Top 6. Unity und Coin hatten wir uns jetzt nicht angeschaut, aber Tesla, T-Doc, Roku, Zoom sind eben Big Player in diesem Zusammenhang. Und man kann es auch hier sehen, das Gewicht dieser Titel. Wenn wir Tesla, T-Doc nehmen und dann noch Roku und Zoom, dann haben wir schon 25% des Gesamtportfolios in den Top 6 Holdings hier an dieser Stelle. Hier sieht man den Market Value aktuell, also das heißt die Exposure in diesem Titel, über 2 Milliarden in Tesla. Warum ist das jetzt relevant? Also welche Rolle spielt das jetzt? Nun, aktuell können wir sehen, wenn wir ein bisschen weiter nach oben scrollen, dass wir year to date, also wenn wir jetzt mal gucken, steht die hier vielleicht sogar gleich rausgeschrieben? Nee, ne? Hier ist year to date, Verzeihung, natürlich da. Year to date liegt Katie Wood mit ihrem ARK Innovation ETF unter Wasser. Also sprich anders formuliert, das Jahr, das begann vielversprechend um $125 der ETF an dieser Stelle per Piece. Wir haben unglaublich starke Performance gesehen innerhalb der ersten 2 Monate bis Mitte Februar und ab da ging es massiv abwärts. Es ging massiv abwärts durch den anziehenden Zins, den wir zu sehen bekommen haben in den USA, der infolge anziehender Inflationserwartungen sicherlich ansteigt, jetzt auch weiter steigen dürfte durch die entsprechenden fiskalpolitischen Stimulus seitens der Biden Administration. Und wir sind damals schon massiv unter Druck geraten und wir sind kurzzeitig, der ein oder andere erinnert sich vielleicht daran, Mitte des Jahres, im Mai, hatten wir hier mal ARK zum Thema gemacht und da sind wir unter 100 gerutscht. Und ich hatte schon damals ein recht skeptisches Bild skizziert eigentlich. Ich hatte gesagt, das ist dahingehend problematisch, weil da ist viel sogenannte Hot Money reingeflossen in diesen ETF. Also, ich gucke mal ganz kurz, haben wir hier auch ein Asset Under Management, glaube ich, war ganz oben, oder? Hatten wir das nicht gleich gerade ganz oben? ARK Innovation, Year to Date, Performance, Fund Details, Net Assets, da. Moment, Net Assets, das ist nicht das Asset Under Management, wollen wir haben. Steht das hier nirgendwo?
Ist das so eine spektakuläre Information? Mal kurz gucken. Ark Performance, Top Holdings, Breakdown, North America. Na, Factsheet, ja, das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Historical. Okay, dann probieren wir es mal anders. Mal gucken, vielleicht funktioniert das. AUM. AUM. Kann jetzt jemand sehen? Nee, AUM. Asset. Under. Auch nicht. Okay, gut. Also es war auf jeden Fall mal so, dass weit über 50 Milliarden US-Dollar in diesen ETF geflossen sind. Ja, ich hätte jetzt gerne eine konkrete Zahl gehabt. Das spielt aber auch tatsächlich gar nicht so eine große Rolle. Um was es mir hauptsächlich geht, ist, es ist ein unfassbar hohes Volumen, welches Hot Money ist. Also das sind nicht unbedingt nur Investoren, die sagen, wir setzen auf diese Technologien, in die hier investiert wird. Der Ark Innovation ETF, der setzt ja besonders eben auf Innovation und eben potenzielle Wachstumsmärkte. Das ist eben nicht nur bezogen auf Tesla und seinen Bereich regenerative Energien, sondern wir sehen eben hier bei Roku auch Streaming-Dienstleister, die starke Wachstumsausblicke haben, zum Beispiel im übertragenen Sinne jetzt mal sehr plump gesprochen, die nächste Netflix werden könnten. Oder beispielsweise Teladoc, beispielsweise im Hinblick auf diesen Remote-Ärztedienst, so nenne ich ihn jetzt mal, auch sehr plump gesprochen. Beziehungsweise wir haben Investments auch in Intellia. Intellia zum Beispiel, das haben wir jetzt in den Top 6 nicht, aber das ist eine Firma, die sich auf Gentherapie spezialisiert hat und hier einen sehr, sehr starken Wachstumsausblick hat oder einen potenziellen Markt, der ein Gamechanger sein könnte. Auch Stichwort mRNA-Technologie und dergleichen. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Was wir hier sehen, ist einfach mal aktuell eine Performance, die year to date nicht sonderlich, also bis zum Jahr, so rückblickend aufs Jahres, zum Jahresbeginn, nicht sonderlich prosperierend ist, weil einfach der Wachstumsmarkt übers Jahr massive Kapitalzuflüsse gesehen hat. Hier post-Corona massive Aufschläge, hat sich nahezu verfünffacht. Hier der Wert dieses ETFs, also ausgehend von den Tiefs, sie sind ungefähr gekommen um die 36 Dollar im Hoch gehandelt, wie wir es gerade gesagt hatten, bei weit über 150 Dollar. Also vervierfacht mindestens. Und sehen jetzt einfach mal eine Konsolidierungszone. Und diese Performance hier, die würde sich wahrscheinlich noch um Vielfaches dramatischer darstellen, wenn die aktuelle Exposure in Tesla nicht so hoch wäre. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt an der Stelle. Diese Ausrichtung auf Tesla Long an der Stelle oder Haupt, dieses Flagship, so nenne ich das jetzt mal. Also das ist das das ist so der Haupttreiber der Performance an dieser Stelle. Du musst immer schauen, dass diese sogenannte Exposure nicht zu groß wird. Also anders formuliert, es wäre wenig überraschend, wenn über kurz oder lang hier vielleicht eine Adaption dahingehend stattfindet, dass man einfach mal diese Exposure in Tesla reduzieren muss, also Tesla-Aktien abstoßen, um dann wieder das Gleichgewicht gehaltener Assets oder dann an dieser Stelle Gewichtung der Einzeltitel im Portfolio auszugleichen, auszutarieren. Und genau da sehe ich eine Gefahr, weil wenn Tesla als so eine Art Hauptvehikel oder beziehungsweise von vielen Marktteilnehmern, auch besonders von Einzelanlegern, Querschnitt-Privatanlegern angestrebt oder vielleicht als Marktbarometer genutztes Vehikel hier. Wenn Tesla Abgabedruck sieht und von den jüngsten Aufschlägen, die wir zu sehen bekommen haben, eben an dieser Stelle dann nicht profitieren kann, könnte das so einen ersten Knacks im Markt geben, der eine tiefere Korrektur begünstigt, beschleunigt, beziehungsweise an dieser Stelle eventuell auch dazu führen, dass zum Beispiel verstärkt Kapital abgezogen wird aus diesem ETF, was eben dann eventuell in andere Assetklassen fließt, aber nichtsdestotrotz, wo vielleicht der eine oder andere sich dann schon die Frage stellt, ob der Growth-Sektor überhaupt noch so vielversprechend ist, der ja einen Großteil der jüngsten Performance an den Aktienmärkten getragen hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Entwicklung hier, die wir gerade im Growth-Bereich sehen, ist dahingehend bedrohlich, weil es ausgehend von dieser dann auch teilweise sehr heiß diskutierten Thematik Growth und ARK Innovation ETF als Vehikel, welches dort genutzt wird, um eben Exposure in diesem Bereich zu erhalten seitens der Anlegerschaft, dass das eben früher oder später auf dem breiten Markt durchschlägt. Also deswegen sollte man diese Entwicklung hier nicht unterschätzen. Nichtsdestotrotz, es gibt innerhalb dieses Blutbads, möchte man es schon fast nennen, gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen Kandidaten, wie ich es gerade gesagt habe, der vielleicht durchaus geeignet ist, sich
zu eignen für eine kleine Performance für die nächsten 12 bis 18 Monate, sofern die Märkte einigermaßen stabil bleiben. Das setzt es nämlich voraus. Wenn jetzt Turbulenzen in den Markt kommen, durch Lockdown, durch politische Unsicherheiten, durch vielleicht dann auch soziale Unruhen, die durchaus eine ernstzunehmende Option sind, dann wird das sich früher oder später auch in den Märkten widerspiegeln, mit Sicherheit. Aber im Wachstumsbereich scheinen mir durchaus Kandidaten vom Kaliber Chewy, ganz besonders Roku eventuell, Zoom, Teladoc auch in gewisser Form, aber wie gesagt, die Price-Action ist natürlich aktuell alles andere als prosperierend. Aber das sind durchaus Kandidaten, bei denen ich mir schon sehr gut vorstellen kann, dass die längerfristig in einem Portfolio als Growth-Buy-Mischung in einem grundsätzlich sehr, sehr weit gelaufenen, gut gelaufenen Markt bis jetzt oder über die letzte Dekade im Hinblick auf den Wachstumsausblick, dass es eventuell Kandidaten sind, die man da durchaus in Betracht ziehen könnte. So, also das ganz kurz zu den Einzeltiteln. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge zu Wachstumstiteln gesagt. Wir wollen mal ganz kurz einen Blick werfen. Einmal auf Zoom. Zoom hat gestern nachbörslich Zahlen gebracht. Waren gut. Also zumindest mal erstmal die Zahlen, die erwartet wurden. Für das letzte Quartal EPS, also Earnings per Share, 1,11 Dollar gegen 1,09 erwartet. Revenue 1,05 Milliarden gegen 1,02 Milliarden. Ist an der Stelle auch besser gewesen, als was die Analysten erwartet haben. Was aber, und da kommen wir wieder zum Thema Growth-Sektor grundsätzlich, was aber problematisch ist, ist, dass sich das Wachstums, die Wachstumsraten bei Zoom beginnen abzuschwächen. Und das ist deswegen problematisch, weil ein Wachstumstitel logischerweise von steigenden Wachstumsraten profitiert und nicht von abnehmendem, also von einer sogenannten Deceleration oder von einem sich abnehmenden Wachstumspfad oder Wachstumsausblick. Und wir haben jetzt gesehen, year to date ist der Revenue hier um 35% gestiegen. Slowing from 54% growth in the period before, also in the prior period. Das heißt also, man schaut sich hier die Quartalsbilanz an im Vergleich zum Vorjahr und sieht, dass hier wiederum im Vergleich wiederum zum Vorquartal, wo der Wachstum noch bei 54% lag, sich schon bereits beginnt abzuschwächen. Und dann sehen wir an der Stelle, dass der Forecast alles in allem solide ist, den man hier ausgibt. 1,06 bis 1,07 Gewinn pro Aktie in diesem Fall fürs nächste Quartal vorgegeben, beziehungsweise ein Revenue von 1,051 Milliarden bis 1,053 Milliarden. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Wir sind hier roundabout in einem Bereich, der eigentlich erwartet hat werden durfte, beziehungsweise leicht übertroffen wird. Aber, und dann sieht man das eben genau, nur noch 19% Wachstum beinhaltet. Also das heißt, dieser Wachstumspfad, auf dem sich Zoom jüngst befunden hat, schwächt sich weiter ab. Jetzt hat die Aktie, wie wir es hier sehen können, also nochmal zurückkommen auf diese Betrachtung, wenn wir auf die aktuelle Performance in Relation zum Allzeithoch, was früher in diesem Jahr markiert worden ist, oder letztes Jahr, glaube ich, schon markiert worden ist, liegen wir hier mehr als 50% unterhalb dieser Allzeithochs. Demnach haben wir vieles von diesem Wachstumspfad hier, genau, das war im Oktober letzten Jahres, sicherlich schon eingepreist. Handeln jetzt auf den Niveaus, auf den niedrigsten Niveaus, und sind wir unter diese gefallen, von letztem Jahr August. Und da wiederum muss man sich jetzt schon so ein bisschen die Frage stellen, sind das nicht langsam Niveaus, gegen die man durchaus antizyklisch long sich zumindest positionieren könnte? Also auch längerfristig. Nochmal, das ist jetzt kein Trade für heute, für den heutigen Tag. Da müssen wir mal abwarten. Wenn wir uns mal hier die Vorbörse anschauen, mal ganz kurz auf Zoom und auf den 5-Minuten-Chart. Kann man das schon erkennen. Wir handeln in den Lower 20s. Also das heißt hier schon, wir sind schon die 220 angelaufen. Also ich muss mein Gameplan gerade noch ein bisschen anpassen. Ich hatte nämlich hier schon leicht vor der Vorbörse, also das ist jetzt hier der orangefarbene Bereich, hatte ich den ausgegeben. Also wir sehen erstmal die Reaktion auf die Earnings selbst. Solide Earnings, Bounce auf der Oberseite. Das heißt also von Schlusskurs um 2,40, über 20 Dollar, fast 10% Aufschläge gesehen, nur um dann anschließend sehr scharf abverkauft zu werden. Und dann können wir eben erkennen, dass wir alles in allem diesen sich abschwächenden Wachstumspfad eben hier jetzt bezahlen und beziehungsweise in Abschlägen dann sich widerspiegeln sehen. Nichtsdestotrotz, ich sehe halt durchaus dieses sehr stark überdehnte Umfeld auf der Unterseite und muss ehrlich gestehen, wenn es gelingt, dass wir uns oberhalb von 2,25, vielleicht noch ein bisschen optimaler oberhalb von 2,28, rund gesprochen 2,30, das ist schon relativ weit eigentlich. Aber wenn es gelingt, dass wir uns oberhalb dieses Niveaus halten können und dann auch oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises, könnte ich mir vorstellen, dass das kurzzeitig für ein Bounce-Play ganz in Ordnung wäre. Also ich glaube, wir sind doch ein bisschen arg hier unter Druck geraten jetzt aktuell, sind sehr stark überdehnt auf der Unterseite und ein Bounce scheint mir denkbar.
Nochmal setzt aber voraus, dass wir über 2,25, eventuell sogar oberhalb von 2,28 uns halten können. Also das setzt so ein bisschen voraus. Gucken wir uns mal die Eröffnung an. Ich will da nicht gleich sofort straight away in die Action springen. Ich würde sagen, wir warten erstmal ab, wir gucken uns das mal an. Und nach 16 Uhr unserer Zeit, mitteleuropäischer Zeit, also nach 10 Uhr US-amerikanischer Ostküstenzeit an der Stelle, wenn wir uns dann oberhalb von 2,25, 2,28 halten können, oberhalb von WeWop, dann könnte das ein Kandidat für einen Bounce-Play sein, der uns vielleicht sogar in Richtung der Tiefs von gestern zunächst führt, was auch CRV-technisch dann interessant wird. 2,38, also denkbar, dass wir dann eine Gegenbewegung von $10 die Aktie eben zu sehen bekommen. Besonders attraktiv, wenn wir das mit kleinem Risiko traden. Wir müssen uns immer vor Augen führen, die ATR in dem Titel gibt das her. Die ist bei $9,80. Ganz kurz, ich habe sie auch vorbereitet. Hier sind es 9,62. Also knapp $10 ATR, durchschnittliche Schwankungsbreite für die letzten 22 Handelstage. Die Aktie wird heute potenziell heiß sein, also mehr als 440.000 Stücke in der Vorbörse gehandelt werden, macht die Aktie heiß, weil es 10% des durchschnittlich gehandelten Volumens hier von 4,29 Millionen sind. Ganz kurz übrigens, machen wir eben Folgendes, das untermauern wir auch gleich mal mit Zahlen. Einen Augenblick, hier ist einmal der Pre-Market Screener, Link, so. So, und hier haben wir Zoom, sehen wir jetzt schon bereits, sind knapp 50.000 Stücke gehandelt worden, die Aktie stark unter Druck in der Nachbörse. Ich muss allerdings, wie gesagt, sagen, die Zahlen als solche sind jetzt nicht unbedingt, rechtfertigen das meiner Einschätzung nach nicht unbedingt. Also ich sehe eher Bounce-Potenzial aus diesen Niveaus. Klar, wir brauchen eine klare Rückmeldung des Marktes, also wir nicht straight into the action und einfach long und dann gucken wir mal, sondern wir warten an der Stelle eben tatsächlich ab. Gehen wir mal hier auf die vorbörslichen Niveaus. Aber wie gesagt, 2,25, 2,28 sind Niveaus, die sollte man so ein bisschen auf dem Schirm haben. Und wie gesagt, die haben durchaus dann das Bounce-Potenzial, uns in Richtung der gestrigen Tiefs zurückzuführen. Vielleicht sagt der eine oder andere sogar tieferer Lauf zurück über die 2,40. Da wird es dann ein bisschen unbequemer, in Anführungsstrichen, da könnte ich mir Schwierigkeiten vorstellen, wenn wir nämlich hier diesen Bereich anlaufen um die um den 2-Tages-volumengewichteten Durchschnittspreis. Denn jene Marktteilnehmer, die sich hier positioniert haben in diese Earnings und die eine andere Reaktion, also die initial bullish erreicht haben, die sind dann eventuell willens beim Rücklauf gegen diesen Bereich entsprechend ihre Position zu geben, weil sie nämlich sehen, dass trotz solider Zahlen ein abschwächendes Wachstum keinen positiven Ausblick für die Aktie eben rechtfertigt und dann versuchen eventuell in so einem Bounce ihre bestehende Long-Position abzubauen. Aber soweit sind wir nicht. Also erstmal gesagt, 2,25, 2,28, wenn wir uns nach 16 Uhr unserer Zeit oberhalb dieses Niveaus halten können, potenzieller Kandidat für einen Bounce-Play, in die mit higher 30s vielleicht, Tiefs von gestern, das ist so der Bereich 2,38 und dann schauen wir einfach mal. So, das also zu den Einzeltiteln. Ganze Menge zu Growth-Titeln, was wir zum Thema gemacht haben. Jetzt wollen wir uns allerdings mal ganz kurz auf die Action hier in Gold konzentrieren. Ich muss ehrlich sagen, ich bin natürlich ein bisschen frustriert, weil ich ja sowohl in Gold als auch in Silber eine Long-Position hatte. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil das doch ein ziemlich vielversprechender Trade eigentlich war. Mit dem Bruch halten oberhalb hier, Konsolidierung und so weiter, oberhalb eben dieser Niveaus, die wir zu den US-CPIs, also den Inflationszahlen hier am 10. November eben gesehen haben. Muss allerdings jetzt auch im Nachgang sagen, das war schon teilweise jetzt sehr, sehr gut ausgestiegen aus der Position. Ich hatte nämlich ursprünglich eine Position aufgebaut, wo ich die Hälfte hier in diesen ersten Flush rausgenommen hatte. Das war um die 8,56 und der zweite Teil ist eben 8,41 rausgegangen. Da habe ich einen Average-Preis, weil ich die Hälfte rausgenommen hatte, einen Durchschnittspreis an der Stelle von 50 ungefähr, 8,59. Und wir sehen, als wir dieses Level gebrochen haben, notieren wir jetzt eben mehr als $50 tiefer. Also das war wirklich ein richtig gut gemanagter Exit, ehrlich gesagt, ausgehend von dieser Price-Action, die nicht mehr das bestätigt hat, was ich ursprünglich als Trade-Hypothese für mich formuliert hatte. Also einerseits frustriert, andererseits gut getradet, also und solide getradet, und das sollte das sein, woran ich mich orientiere, nicht an dem monetären Aspekt, dass das Ding jetzt nicht so aufgegangen ist, wie ich mir das ursprünglich eben skizziert habe. Was uns allerdings weniger interessieren dürfte, nicht so sehr mein Trading an der Stelle ist, was hier gerade passiert. Und das, was hier gerade passiert, das trifft ziemlich gut das, was ich im Hinblick auf den Optionsverfall eben zum Thema gemacht habe. Nochmal, Haupttreiber gestern, erstmal, also potenzieller Kausalzusammenhang war hier die Ankündigung eben, dass Fed-Chairman Powell auch eine zweite Amtszeit eben absolvieren wird. Und das hat dann dazu geführt, dass Gold hier innerhalb kürzester Zeit, das waren
vor der US-Eröffnung 20 Minuten vorher. Ich war erstmal überrascht, dachte mir, so ist gerade eine News reingekommen, was war's? Und dann habe ich realisiert, das hat was mit der Renominierung zu tun. Also du gehst nicht davon aus, dass sie derart interpretiert wird. Wie gesagt, ich glaube, das ist eher eine Nebelkerze, um von dem eigentlichen, von der jetzt wieder stattfindenden Manipulation, die dort aus optionstechnischer Sicht stattfindet, nicht dramatisch, aber nichtsdestotrotz, also es sind schon sehr, sehr viele Zufälle, die da im Laufe der letzten Monate zusammengekommen sind, dass wir immer in dieses dünne Umfeld, immer mit Ausblick auf den Verfall, plötzlich stärkeren Abgabedruck in Gold, auch in Silber eben zu sehen bekommen. Also mit viel Wohlwollen sehe ich das als Zufall, aber also dafür ist mein Glaube an die Menschheit einfach im Laufe der letzten 20 Monate zu sehr erschüttert worden. Also dass ich da an Zufälle glaube. Sei es drum. Also, wir sehen diesen Abgabedruck und wo kam jetzt diese Bewegung her? Wo hat dann plötzlich der US-Dollar bzw. Gold Abgabedruck gesehen, der US-Dollar insgesamt Geldseiten gesehen, die auch hier, man kann sehen, dazu geführt haben, dass wir nochmal sehr deutlich und dann auf sogar niedrigere Niveaus als vorher gelaufen sind. Jetzt natürlich sehr stark bedehnt auf der Unterseite, bis in Richtung der 1,12er-Region fast verkauft worden sind. Wie gesagt, es war die Renominierung von Powell durch Biden eben als Fed-Chairman und Brainard als Vice-Chair. Wichtig ist, sich immer vor Augen zu führen, wofür diese einzelnen Charaktere stehen. Jay Powell ist jetzt geldpolitische Taube bekannt, allerdings nicht annähernd so geldpolitisch taubig unterwegs, in Anführungsstrichen, wie Brainard. Was habe ich jetzt eingegeben? Ah, Dovish, ne. Is Leia Brainard Dovish? Brainard is seen as the more Dovish choice and the only Democrat of the Board of Governors. Also, man kann es hier sehen. Ich habe das jetzt nicht vorbereitet an der Stelle, aber man könnte sich ein Spektrum anschauen der einzelnen Fed-Offiziellen und in welche Richtung die geldpolitisch gehen. Und Dovish bedeutet an dieser Stelle einfach geldpolitisch expansiv agierend, also mehr Liquidität zur Verfügung stellen, niedrige Zinsen, mehr QE. Das Gleiche können wir machen für Jay Powell und dann wird man feststellen, ja, der ist schon, wie soll ich sagen, der ist schon dovish, ja, aber nichtsdestotrotz im Vergleich zu Lael Brainard wiederum marginal dovish. Er hat gezeigt, wie er auf eine Krise reagiert. Das ist allerdings keine alleinstehende Information oder keine alleinstehende Entscheidung, logischerweise. Das ist ein Board von Fed-Offiziellen, die sich entsprechend abstimmt in Bezug auf den geldpolitischen Kurs. Ausgehend hiervon ist sowieso es schwierig, jetzt solch eine scharfe Reaktion, wie wir sie in Gold gesehen haben, alleine auf eine Personalanstellung zurückzuführen. Nochmal, also das ist einer der Gründe, Hauptgründe, warum ich das als Nebelkerze bezeichne. Auf jeden Fall würde ich diese Reaktion oder davon ist auszugehen, genauso wird es auch interpretiert. Dass man einfach sagt, man hat hier an dieser Stelle einfach jetzt eine Nominierung eines Fed-Members, nämlich von Jay Powell, den man nicht erwartet hätte. Lael Brainard hätte man eher erwartet, wie gesagt, auch im Hinblick eben auf ihre demokratischen Verbandelungen, in Anführungsstrichen, so nenne ich sie jetzt mal, im Hinblick auf die demokratische Partei in den USA. Und genau da hat man dann eben jetzt vielleicht eine Reaktion gesehen, die hier kurzfristig einen hawkischeren Unterton eben erwarten lässt. Was absurd ist, aber nichtsdestotrotz, was unterm Strich eben daraus gemacht wird. Was ich glaube, was eher hier eine Rolle spielt, ist das, was wir einfach aus optionstechnischer Sicht sehen. Und da sind wir nochmal bei dem Graph von gestern, den ich heute auch gleich schon vorbereitet habe. Wir hatten gesagt, die 850, das ist das höchste Open Interest geschriebene Option mit Verfall heute Abend. Nächsthöchstes Level hatten wir hier um 800, das ist ein rundes Level, dazwischen noch die 825. Und man kann es jetzt ja schon erkennen, sobald wir in diesem Bereich hier unterhalb von 800 schließen, wo wir jetzt aktuell uns auch stabilisieren, verfallen diese Optionen alle wertlos, die hier geschrieben worden sind. Und es gibt dann auch keine Lieferverpflichtung an dieser Stelle, sofern sie ausgeübt wird seitens jener Marktteilnehmer, die hier Optionen gekauft haben, mit dem Recht, den zugrunde liegenden Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen. Das heißt also im jeweiligen Umfang. Und das bedeutet etwas anders formuliert, man hat jetzt hier durch diesen Abwärtsflush, wie gesagt, den ich schwierig fundamental eben erklären kann, weil es keine fundamentalen Gründe dafür gibt, hat man im Grunde genommen jetzt dafür Sorge getragen, dass diese Optionen nicht ausgeübt werden. Natürlich, wie gesagt, man wird einmal Powell und Brainard als ganz rund ins Feld führen. Parallel dazu, ich müsste mal kurz überlegen, habe ich das vorbereitet? Einen Augenblick. Nee, ich glaube, das ist der Earnings-Kalender, ne? Ja, okay.
Was man ergänzend dazu vielleicht noch ins Feld führen kann, das konnte man gestern bei mir kurzzeitig im Twitter-Feed sehen, ich hatte das geretweetet allerdings nur, war, dass ich schrieb, oder beziehungsweise retweetete, dass die Housing Starts, von denen wir gestern auch im Morning Meeting sprachen, die lagen auch oberhalb der Erwartung. Auch das würde man jetzt wahrscheinlich ins Housing, da würde man eventuell ins Feld führen. Existing Home Sales über der Erwartung gelegen. Wir hatten gestern gesagt, das ist vielleicht ein Indiz dafür, desto mehr Häuser jetzt gekauft werden, also bestehende Häuser, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass die Marktteilnehmer nichts anderes machen, als sich gegen potenziell anziehende Zinsen im Hinblick auf die Hypotheken, Darlehen, die sie aufnehmen, um diese Häuser zu finanzieren, entsprechend eben abzusichern, beziehungsweise diesem Inflationsdruck und anziehenden Zinsen zuvorzukommen. Einer der möglichen Gründe, auch das würde man ins Feld führen, wie gesagt, ich finde das alles sehr, sehr schwierig, besonders vor dem Hintergrund der nicht mehr wegzudiskutierenden massiven Manipulation des Papier-Goldpreises einfach im Hinblick auf auf zunehmende Interesse dann auch physische Lieferungen zu fordern und das nicht mehr nur als rein Cash gesettelten Markt eben zu betrachten. Das ist eine Entwicklung, die hat stattgefunden post der Finanzkrise sag ich schon, der Corona-Krise. Ab April, Mai 2020 war das deutlich erkennbar. Und hat seitdem weiter eben eher zugenommen, ausgehend von der wachsenden Skepsis in Bezug eben auf den US-Dollar als Weltreservewährung, politischen Spannungen, die sich abzeichnen, auch die wirtschaftlichen Spannungen, die Gegenmaßnahmen, die seitens der Fed auf den Weg gebracht werden und dergleichen. Das Vertrauen einfach in Papierwährungen ist massiv unterminiert, also in den USA auch, aber vor allem ganz besonders natürlich im Hinblick auf die Eurozone. Und demnach ist es nur nachvollziehbar, dass man dann eben die physische Lieferung fordert. Das einzige Problem ist, wenn du vorher im Grunde genommen nicht nur ein Kartenhaus aufgebaut hast, sondern die Illusion nur aufrechterhalten hast, dass das Goldsystem an der Stelle, welches man dort eben an den Future-Börsen eben hat, dass dieses mit dem entsprechenden Gegenwert unterlegt ist, was es nicht ist. Und genau daraus erwachsen dann nämlich Schwierigkeiten in News, dem Moment, wo du diesen Verpflichtungen nicht nachkommen kannst, wird das Vertrauen in das Gesamt-Papiergeldsystem beziehungsweise dann auch Papier-Gold-System seitens der COMEX noch einmal massiver unterminiert. Und genau dadurch sehen wir dann eben entsprechend diese massive Volatilität teilweise, die wir eben jetzt im Hinblick auf diese dann anstehenden Verfallstermine immer zu sehen bekommen. Und ich glaube dann nicht wirklich an Zufälle. Wie gesagt, diese Nebelkerzen, Existing Home Sales wird man oder dann auch ganz besonders Fed Chairman Appointment oder Nomination durch Biden, dann war es der Powell statt Brainard und so weiter. Aber ich glaube nicht daran, dass das wirklich der Hauptgrund war, sondern der Hauptgrund findet sich einfach hier in einer massiven Manipulation seitens der Stillhalter, um zu versuchen, den Preis unter bestimmte Niveaus zu drücken, um einfach dafür Sorge zu tragen, dass diese Ausführung oder Ausübung dann dieser bestehenden Papierposition eben nicht stattfindet. So, was machen wir daraus? Was machen wir daraus aus tradingtechnischer Perspektive? Und wir machen erstmal daraus, dass wir aktuell nicht long sein wollen. Jetzt unterhalb dieser Ausbruchniveaus hier schon gar nicht. Was jetzt sicherlich von Interesse sein wird, mit Ausblick auf den jetzt anstehenden Verfall ist, ob es aber gelingt, hier diese Region, diese gestrichelte Region, also ehemalige Hochs, beziehungsweise rund gesprochen vielleicht die 1800er Region halten zu können. Sofern das gelingt, könnte es natürlich sein, dass wir zügig im Anschluss an den Verfall dann jetzt auch mit Ausblick auf ein günstiges saisonales Fenster für Edelmetalle, an der Stelle ganz besonders für Gold, dass wir dann gegen diese Region erneut anziehen und dann eben deutlicher zurück über die 1800er Marke laufen. Das ist eine Option, die ich ernst nehmen würde, aber wo ich auch erstmal ein ganz klares Signal sehen wollen würde. Was derzeit noch nicht ausmachbar ist, so ein ähnliches Szenario auch in den letzten Monaten schon immer mal skizziert gehabt. Denkbar, dass wir nochmal einen tieferen Flush zu sehen bekommen. CAV-technisch wird es dann schon interessant vor dem Hintergrund der Heftigkeit dieser Abwärtsbewegung. Wir erinnern uns dran. Das hatten wir auch hier. Also das war im August beispielsweise, beziehungsweise auch hier im Juni zum Beispiel. Also das war immer kurz vor den Verfallstermin, wo wir dann eben diese scharfen Abschläge gesehen haben, die sich haben kaum rechtfertigen lassen. Und nichtsdestotrotz, wir sind recht stark überdehnt auf der Unterseite. Demnach 8. 1790, ja, 1790, so roundabout 785. Das ist durchaus eine Region, die kann man in Betracht ziehen, mit einem engen Stop vielleicht auch unterhalb dieser Trendlinie, beziehungsweise allerspätestens hier unterhalb der Niveaus von 755, 67 ungefähr. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon für Gold gewesen. Wir schauen einfach mal. Wie gesagt, wenn der Verfall durch ist, wir haben jetzt Thanksgiving, verkürzten Handel. Das gilt sowohl für Donnerstag als auch für Freitag. Morgen ist der letzte vollständige Handelstag der Woche. Wenn wir dann, wenn
diesen Verfall durchhaben. Wie gesagt, ist danach mal schauen, ob überhaupt Action stattfindet. Verkürzter Handel in den Wochenschluss hinein, frühestens nächste Woche wahrscheinlich mit erhöhter Volatilität wieder zu rechnen. Ja, Silber stellt sich sehr ähnlich dar. Hier sehen wir, ist diese Abwärtssequenz weiterhin intakt. Hatte eine relative Stärke, die ausmachbar war. Auch hier habe ich die Position dann allerdings gegeben. Hier laufen wir jetzt schon auf diese Trendlinie, wenn wir diese Tiefs miteinander verbinden. Da kommt der ein oder andere vielleicht schon auf die Idee zu sagen, das scheint doch ganz interessant zu sein für ein Longplay. Kann man durchaus so sehen. Was ich allerdings gerne sehen wollen würde, jetzt muss ich mal ganz kurz hier ein bisschen aufholen. So, nochmal raus hier. Der Kollege kommt weg. Kommt auch weg. So, was ich natürlich jetzt in der Konstellation hier gerne sehen wollen würde, ist, dass wir Intraday zunächst einmal diese Abwärtssequenz in der Lage sind zu brechen, bevor ich da auf die Idee komme, mich gegen diese Trendlinie Long zu positionieren. Also sprich, anders formuliert, ich möchte sehen, dass diese Trendlinie, diese jetzt belauffarbene, gebrochen wird. Eher, dass wir vielleicht sogar eine Konsolidierung oberhalb von 24 zu sehen bekommen, die ich dann Long handeln würde mit einem Stop unterhalb der jetzt ausgebildeten Tiefs, Bereich so 23,80. Das wäre auch eine Überlegung. Ähnlich der, die wir in Gold eben tatsächlich zu sehen bekommen. Ja, und Ziel der ganzen Angelegenheit wäre dann natürlich wieder einen tiefen Lauf über die 25 zu sehen zu bekommen, wo ich allerdings einen fundamentalen Trigger benötigte, wo der nächste fundamentale Trigger eventuell allerfrühestens nächste Woche Freitag mit der Non-Farm Payrolls eben tatsächlich kommt. So, das zu Gold. Silber, ganz kurz noch einen Blick vielleicht auf Bitcoin. Da bleibt das technische Bild dahingehend bestehen, dass wir auf der Unterseite weiter auf einen Test dieser 50er-Region hier, 50 bis 54er-Region warten für mittelfristig, längerfristige Engagements, überlappen eben dieser Fibonacci-Retracements und dergleichen. Hier beginnen wir jetzt auch eine Sequenz oder eine topische Struktur auszubilden. Das gilt ganz besonders hier für diesen fehlgeschlagenen Rückeroberungsversuch der 60.000er-Marke. Also weiterer Abgabedruck, sobald wir vielleicht unter die Tiefs von gestern rutschten. Heute früh gab es eine erste Attacke. Unterhalb von 55,5, wie gesagt, könnten wir nochmal Abgabedruck bis in Gefilde hier irgendwo zwischen 50 bis 54 sehen, 52.000 eventuell, wo ich dann auf jeden Fall aufmerksam werden würde. Hier gilt die Devise einfach, noch geduldig zu sein. Ja, so will ich es mal zusammenfassen an der Stelle. Also Hauptfokus liegt definitiv gerade nicht auf Bitcoin, da sollte man sich vielleicht Linkslinie reinlegen, eine Alarmlinie in irgendeiner Form, und dann informiert zu werden. Aber bis wir in diese Gefilde vorgestoßen sind, möchte ich jetzt erstmal Bitcoin nicht so aktiver betrachten, eben tatsächlich. Hauptfokus liegt dann, wie gesagt, erstmal auf dem, was wir. Das ist ja perfekt. Ja. Was wir im DAX zu sehen bekommen, beziehungsweise in den Einzeltiteln, jetzt ganz besonders im DAX, wir sind genau in diese Region vorgestoßen, die ich hier zum Thema gemacht habe. Das ist das Szenario von gerade eben. Also vorstoßen Richtung der 15,89, 16.000er Region. Genau das sehen wir hier. Vorstoßen, wir kämpfen jetzt, laufen in dem Bereich um den EMA 50, das ist diese gleitende Durchschnittslinie. Und jetzt ist es eben so, zwei Möglichkeiten, entweder wir laufen direkt drüber und halten. Ja, das ist das weniger wahrscheinliche Szenario, erstes wahrscheinlichere Szenario, besonders auch vor dem Hintergrund dieser Gegenbewegung, die eigentlich relativ straight von den Tiefs in einem Zug stattgefunden hat, dass wir erstmal so ein bisschen von diesem leicht überdehnten Modus jetzt abgeben oder wieder abbauen und hier überrollen. Und dann ist die Frage, machen wir jetzt ein höheres Tief? Also halt, finden wir vielleicht Support hier dann schon in diesem Bereich, um 15,29 ist es ungefähr. Oder aber brechen wir tiefer, machen tiefere Tiefs, dann wäre dieser Bereich anzuvisieren. Im Falle eben des Antestens der 29 höheres Tief und Rückeroberung des EMA 50 wäre der Boden wahrscheinlich für heute drin. Sicherlich dann abhängig von den US-Märkten, aber alles in allem, das ist das, was wir jetzt im DAX zu sehen bekommen. Schauen wir mal. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für das Morning Meeting. Ich habe jetzt gerade mal in die Chatbox geschaut, aber Fragen sind heute überschaubar. Das heißt also, es sind keine Fragen, die offen geblieben sind. Sehr schön. Dann würde ich sagen, happy trading. Pass auf eure Stops auf. Wir hören uns morgen wieder am 24.11. Verzeihung, zum Morning Meeting um 10.30 Uhr gemeinsam mit Markets. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin, habt euch wohl und soweit meinerseits also. Bis dann und tschüss.